In HTML gibt es eine ganze Reihe von Eingabemöglichkeiten für Formulare. Das wird verwendet, um Benutzerdaten an den Server zu senden, zum Beispiel in einem Shop, wo ich am Ende meiner Bestellung die Adresse angeben muss. Für uns ist es interessant, weil wir diese Eingabemöglichkeiten benutzen können, um zum Beispiel einen P5-Sketch zu steuern. Ich möchte zwei davon zeigen. Das erste ist die Checkbox und das zweite ist der Slider. Das sind Tags, die Input heißen. Beide sind Input-Tags und unterscheiden tun wir sie mit diesem Type-Attribut. Das eine heißt Checkbox und das andere heißt Range. Also wenn du Formulareingabefelder suchst, meist heißen die Input und haben aber einen unterschiedlichen Typ. Wenn ich hier im Texteditor Input schreibe, dann werden mir hier eine ganze Reihe vorgeschlagen. Von Button über Checkbox, über Datum, über Datei, zu Passwort, bis zu Text. Text ist das Üblichste oder das Einfachste, das ist so ein Textfeld. Hier kann ich etwas hineinschreiben. Aber nützlich erscheint mir im Moment die Checkbox. Ich schreibe Input, Doppelpunkt, Checkbox. Und dieser Doppelpunkt, wie ich das schreibe, das ist so ein Emmet-Snippet. Das hat nichts mit HTML zu tun, sondern das ist dieses Plugin, das, wenn ich die Tabulator-Taste drücke, mir dieses Snippet verwandelt in einen HTML-Tag. Was ich hier eingeben soll, ist offenbar ein Name und eine ID. Der Name, der dient dazu, den Wert, den ich hier erfasse, irgendwie zu assoziieren mit einem Begriff. Also wenn ich hier klicke, dann wird die Checkbox als angeklickt registriert und das ist dann ein Wert true. Es ist wahr, dass diese Checkbox angeklickt wurde. Aber wenn ich mehrere Checkboxen habe in einem Dokument, dann muss ich denen Namen zuordnen, damit die irgendwie unterschieden werden können. Und dazu dient dieses Name-Attribut. Wenn ich hier foo schreibe und das wird angeklickt vom User, dann wird foo Doppelpunkt true an den Server gesendet. Für uns ist das nicht notwendig, wir brauchen das nicht, darum können wir das löschen. Wir brauchen nur die ID. Und hier schreibe ich my checkbox und ich verwende hier bewusst eine Schreibweise mit Bindestrich. Der Bindestrich, mit dem verbinde ich mehrere Wörter und ich schreibe alles klein. Diese Schreibweise wird auch Kebab Case genannt, weil der Bindestrich wirkt dann wie ein Bratspieß, auf dem ich die Wörter draufstecke. Und das ist eine Schreibweise, die in JavaScript nicht zulässig ist, weil der Bindestrich wird als Minus gewertet. Aber es hilft mir, zwischen JavaScript und HTML zu unterscheiden. In HTML wiederum kann ich in Teufelsküche kommen, wenn ich Großbuchstaben schreibe, weil teilweise werden Großbuchstaben ignoriert, je nachdem, wo ich sie brauche, und an anderen Orten nicht. Und wenn ich zum Beispiel IDs mit Großbuchstaben habe und in CSS einen Fehler mache, das ist noch heikel. Darum empfehle ich, in HTML alles klein zu schreiben und in JavaScript CamelCase. Jetzt möchte ich diese Checkbox in JavaScript ansprechen und das mache ich, indem ich sie in eine Variable hineinspeichere. Und die Variable, die schreibe ich jetzt mit CamelCase, my Checkbox. Und natürlich, nur weil ich jetzt hier CamelCase schreibe und oben schon KebabCase verwendet habe, heißt es noch lange nicht, dass der Computer hier irgendeinen Zusammenhang herstellt. Selbstverständlich begreift es der Computer nicht und ich muss das selber machen, indem ich hier mit dem Gleichzeichen eine Wertzuweisung mache und ihm überhaupt erkläre, was hier mit diesem Namen gemeint ist. Document und jetzt entweder getElementById oder querySelector. Wenn ich schreibe getElementById, dann kann ich direkt die ID schreiben, my checkbox. Und wenn ich das gleiche mache mit Query Selector, dann muss ich mich an die CSS-Schreibweise halten, wo IDs mit einer Raute geschrieben werden.
In den letzten Jahren habe ich mir angewöhnt, nur noch Query Selector zu verwenden, weil es einfach auf alles geht, egal ob Name, Klasse oder ID. Und jetzt habe ich das Element, das kann ich überprüfen, indem ich hier diesen Namen eintippe und Enter drücke in der Konsole. Und dann sehe ich, okay, ja, ich kriege das Input-Element mit der ID MyCheckbox. Soweit, so gut. Jetzt vielleicht noch etwas zum Thema HTML. Solche Formulardaten kann ich mit einem Label assoziieren. Ein Label ist eine Beschriftung und es gibt einen Tag, der heißt Label und der hat ein Attribut namens for. Und dieses Attribut dient dazu, das Label mit der Checkbox hier zu verbinden. Und was hier gemeint ist mit for, das ist der Name der ID, MyCheckbox. Und wenn ich das so mache, jetzt kann ich hier einen Text eingeben, zum Beispiel aktivieren. Das ist dann die Beschriftung dieser Checkbox. Und natürlich kann ich die Checkbox anklicken, das ist relativ klein. Aber was ich auch tun kann, ist, dass ich direkt aufs Label klicke und damit das Label steuere. Das ist noch nützlich und das ist gut für die Usability eines User Interfaces. Aber sonst für JavaScript hat dieses Label hier keinerlei Bedeutung. Zurück in JavaScript möchte ich registrieren, ob die Checkbox angeklickt wurde. Wie tue ich das? Ich kann das mit einem Event Listener machen. Dazu schreibe ich myCheckbox, der Name der Variablen, die jetzt assoziiert ist mit diesem HTML-Element. Und dann schreibe ich dort Add Event Listener. Klammer auf und hören tue ich auf den Klick. Und dann muss ich einen Callback angeben, also den Namen der Funktion, die aufgerufen werden soll, sobald der Klick registriert wird. Und ich nenne das Checkbox checked. Und dann schreibe ich eine Funktion mit diesem Namen. Das mache ich ganz zu oberst im Skript. Du kannst das irgendwo machen. Das ist so eine Konvention, an die ich mich gerne halte. Aber JavaScript ist es eigentlich egal, wo das steht. Und dann in den Funktionskörper schreibe ich jetzt erstmal Console Log. Und jetzt möchte ich wissen, ist das Ding aktiviert oder nicht. Und bei einer Checkbox gibt es ein Attribut oder nicht ein Attribut, sondern ein Wert, der heißt checked, eine Eigenschaft. Und die kann ich abfragen, indem ich wieder den Variablennamen für diese Checkbox verwende, myCheckbox. Und hier kann ich sagen checked und das ist dann true oder false. Jetzt klicke ich das mal ein paar Mal an und ich sehe true, false in der Konsole. Also so finde ich heraus, ob es an oder aus ist. Und jetzt kann ich zum Beispiel eine Bedingung schreiben und bequemerweise steht dann in der Bedingung gleich dasselbe wie bei Console Log, diesen Wert in Klammern, das kann ich als Bedingung schreiben. Und wenn es wahr ist, dann wird myCheckbox checked in true evaluiert und wenn es false ist, steht dann false hier in der Klammer. Also ich muss hier nicht extra gleich true fragen, ist es wirklich true, sondern auch diese Frage, diese Bedingung wird evaluiert in true oder false. Also was letztendlich in diese Klammer hinein muss, sobald das evaluiert wird, ist entweder wahr oder falsch. Und das passiert automatisch, wenn ich myCheckbox.checked hineinschreibe. Und dann kann ich hier so etwas machen wie zum Beispiel Document Body Style.background Tomato und wenn ich das dann, jetzt ist es deaktiviert, wenn ich es aktiviere, dann habe ich einen roten Hintergrund und wenn ich es wieder deaktiviere, bleibt es rot, weil diese Einstellung, die wird jetzt in die Style-Eigenschaft des Body geschrieben und das bleibt dann dort stehen, das geht nicht automatisch weg. Also wenn ich an und aus irgendwie unterscheiden will, dann brauche ich hier ein else,
Also falls die Checkbox nicht gecheckt ist, überschreibe ich das, was ich vorhin gemacht habe, mit einer anderen Farbe und sage hier zum Beispiel Yellow. Und jetzt ist es rot und jetzt ist es gelb. Und das wechselt so hin und her. Oder ich kann sagen, statt Background nehme ich die Font Family. Auch hier muss ich, hier passiert die Übersetzung von alleine. Also in CSS heißt es Font-Family. Oder Bindestrich ist in JavaScript ein Minus. Und darum ist die Schnittstelle zum Browser schon so programmiert, dass alle CSS-Eigenschaften, die aus mehreren Wörtern, die mit Bindestrichen geschrieben werden, bestehen, die werden, müssen umgeschrieben werden in Camel Case. Und es gibt leider keinen Font namens Tomato, soweit ich weiß, aber es gibt Comic Sans, das passt immer, auch bei wissenschaftlichen Präsentationen am CERN. Und wenn es uns dann zu wild ist, können wir wieder zurück auf Times New Roman. Und jetzt schalten wir um. Comic Sans, Times New Roman. Fun Fact, die Buchstaben, die in verschiedenen Schriften gerendert werden, die sind nicht immer gleich groß und gleich breit. Darum springt das hier ein bisschen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Also das ist jetzt einmal eine Checkbox. Was du jetzt tun kannst, ist, dass du versuchen kannst, einen P5-Sketch mit so mit einem Programm, einem JavaScript-Programm, das so aussieht wie hier, zu mischen. Das ist kein Problem. Du kannst neben deinen P5-Funktionen so etwas schreiben. Und dann kannst du mal versuchen, Werte in deinem P5-Sketch mit so einer Checkbox zu steuern. Vielleicht kannst du so zwischen Tag- und Nachtmodus umschalten. Oder zwischen Füllfarbe und Umrisslinien. Als nächstes mache ich ein Beispiel mit dem Regler, mit dem Range-Element. Dazu lösche ich einmal alles, was ich hier hatte. Und auch diese zwei Elemente. Und ich fange noch einmal von vorne an. Hier die Dokumentation bei Mozilla Developer Network zum Input Type Range. Da gibt es übrigens zwei humoristische Abschnitte. Zuerst wird hier ein Regler für die Lautstärke, der bis auf 11 geht, vorgeschlagen. Das ist eine Anspielung auf den Film Spinal Tap. Da kannst du mal nachher auf YouTube schauen zur Belohnung. Und hier unten gibt es einen Regler, mit dem man mehr Cowbell einstellen kann. Das bezieht sich auf einen Sketch von Saturday Night Live. Den kannst du dann gleich anschließend auch noch schauen. Ich könnte das hier jetzt copy-pasten oder ich halte mich wieder an Emmet und schreibe Input Range. Und auch hier den Namen kann ich löschen, das brauche ich hier nicht. Aber ich möchte eine ID und ich sage My Range. Und auch hier kann ich ein Label anfügen, davor oder danach. Und hier referenziere ich wieder die ID und dann schreibe ich hier bitte Wert einstellen. Und das sieht dann so aus. Der Knopf scheint jetzt hier irgendwo zu sein. Normalerweise müsste es eigentlich in die Mitte zu stehen kommen. Du kannst es dann aber auch über JavaScript ans eine oder das andere Ende oder an einen bestimmten Wert bringen. Was hier nicht so schön ist, ist, dass dieses Element hier, dieser Regler, der ist recht groß und im Vergleich jetzt zur Standardschriftgröße von 16 Pixeln ist es viel zu hoch auf der Zeile. Und das mit CSS einzustellen, das ist ziemlich mühsam. Es gibt einen Haufen Tutorials, wo es um die Gestaltung solcher Slider geht. Ich würde das nicht unbedingt empfehlen. Es ist langwierig und anstrengend. Und ja,
musst du selber entscheiden. Aber ein schneller Workaround hier ist einfach einen harten Umbruch mit dem Breaktag einzufügen. Und je nachdem, ob du das Label davor oder danach willst, machst du diesen Breaktag davor oder danach. Du kannst ihn auch auf eine eigene Zeile setzen. Also jetzt habe ich diesen Regler, jetzt gehe ich wieder ins JavaScript rein und jetzt schreibe ich hier die Variable my range und weise den Wert zu Document Query Selector Raute für die ID my range und prüfe kurz, ob das hier angekommen ist. Gibt es diese Variable, ja oder nein? Und das geht. Und auch hier brauche ich wieder einen Event Listener. Nur höre ich diesmal nicht auf einen Klick. Der Klick passiert, bevor ich den Regler eingestellt habe. Was ich hier anfragen kann, ist, ob es eine Änderung gegeben hat. Dafür gibt es auch einen Event. Ich schreibe myRange, add Event Listener. Und es geht hier nicht um den Klick, sondern es gibt den Event Change. Also ich frage, gibt es im Zusammenhang mit dem Element in der Variable myRange einen Wechsel? Wenn ja, soll ein Callback hier hinein, der eine Funktion aufruft. Den Namen einer Funktion, die habe ich jetzt noch nicht. Ich nenne sie Range. Tja, wie nennen wir das? Eine der idiotischsten Funktionen, die ich je getauft habe, aber es fällt mir wirklich nichts mehr anderes ein um diese Tageszeit. Das Function Rangy bereue es jetzt schon. Und jetzt kann ich hier einfach mal wieder den Wert ausgeben, Console Log. Und bei so einem Regler kann ich Value anfragen, die Eigenschaft Value, Console Log, my range Value. Und jetzt ändere ich das und jetzt kriege ich 78. Warum 78? Es macht Sinn, dass links 0 ist und rechts scheint es so, als ob 100 der Standardwert wäre. Und diese Werte kann ich aber einstellen. Und das tue ich über die Attribute. Also hier kann ich sagen, das Minimum, das ist 0. Und das Maximum ist statt 100 10. Und jetzt, wenn ich auf 0 gehe, dann ist das 0. Wenn ich auf 10 gehe, kriege ich 10. Oder ich kann sagen, hier sind es 100. Aber das Minimum sind 40. Und dann habe ich eine Skala von 60 möglichen Werten und der niedrigste Wert ist 40, also von 40 bis 100. Und es sind immer ganze Zahlen, auch das kann ich ändern. Ich kann sagen, Step gleich 0,5 beispielsweise und jetzt kriege ich doppelt so viele Werte, weil ich auch zwischen den ganzen Zahlen, also hier 71 oder 77,5, 84, aber es gibt jetzt auch halbe Werte. Und ich kann es noch feiner machen und sagen, ich gehe auf Hundertstel runter und dann kriege ich noch feiner aufgelöste Werte. So. Aber grundsätzlich ist es zwischen 0 und 100, wenn du nichts anderes angibst. Ich gehe mal zurück von 0 auf 100. Und was ich jetzt noch tun kann, ist, dass ich zu Beginn, nachdem dass ich myRange dieses Element zugewiesen habe, kann ich einstellen, was der Ausgangswert ist. Das muss ich aus JavaScript heraus machen. Zumindest habe ich selber jetzt keine andere Möglichkeit gefunden, das zu tun, über ein HTML-Attribut beispielsweise. Ich kann sagen, myRangeValue gleich 0. Und dann wird ganz zu Beginn, wenn das Dokument geladen wird, der Regler auf 0 gesetzt. Und dann
der User hier zuerst einmal irgendwo hin. Oder ich gehe ans Limit und sage, ganz zu Beginn ist es hier voll am Anschlag auf 100. So kann ich das zu Beginn einstellen. Oder es soll in der Mitte sein. Und das müsste eigentlich der Standard sein. Bei mir passiert das hier nicht mehr, weil ich die ganze Zeit am Ziehen bin. Und ich glaube, auch wenn ich die Seite neu lade, dann geht es wahrscheinlich... Ah doch, es geht auf... Aha, ich habe es ja hier eingestellt. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob das am Live-Server-Plugin liegt. Wenn ich hier das verändere und neu lade, dann bleibt es gleich dort. Ist vielleicht auch so eine Browser-Voreinstellung oder etwas mit dem Live-Server-Plugin. Aber jedenfalls kannst du das selber einstellen mit so einer Zeile, wenn du sicher sein willst. Jetzt kann ich diesen Wert noch verwenden, um irgendetwas einzustellen. Zum Beispiel könnte ich die Schriftgröße manipulieren und sagen, const my const new font size gleich wie heißt der nochmal, my range value zwischen 0 und 100. Und schön wäre es ja jetzt, wenn das eine Prozentzahl wäre. Also einfacher wäre eigentlich, wenn ich hier Werte zwischen 0 und 1 hätte. Minimum gleich 0, Maximum gleich 1 und der Step, das sollen dann vielleicht Hundertstel sein. Also ich habe immer noch eine Skala von 100, aber der Maximalwert ist 1. Und jetzt kann ich das als Prozentwert verwenden und das mit irgendetwas multiplizieren. Jetzt die Grundgröße von Text im Browser ist 16 Pixel. Also ich könnte sagen, 16 zählen wir immer schon zu Beginn dazu. Und das Maximum ist vielleicht 100 Pixel, dann wäre das noch 84. Und jetzt könnte ich das gleich noch in ein Template Literal hineinpacken und sagen, das sollen Pixelwerte sein, ein Pixelwert, oder also es soll eine Zeichenfolge sein, die einen Pixelwert repräsentiert. Und hier dieser Wert soll evaluiert werden und dann in den String eingepflanzt werden, bevor hier px steht. Das gibt dann irgendeine Zahl mit px am Ende und das ist das, was vom CSS verstanden wird. Und dann kann ich hier sagen, Document Body Style Font Size gleich New Font Size. Schauen wir mal, ob das geht. Irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen. Der Fehler ist natürlich, dass ich hier auf 50 gehe statt auf 0,5. Aber das reagiert jetzt nicht so schön. Und das hat damit zu tun, dass ich hier oben einen Fehler gemacht habe. Nämlich habe ich nicht sauber die Werte des Attributs eingesetzt. So, jetzt ist es in der Mitte. Und oh je. Das habe ich nicht berücksichtigt. Natürlich gibt es einen Reflow. Also wenn ich den Font, wenn ich die Fontgröße so stark verändere und irgendwie auf 100 Pixel hochgehe, dann wird natürlich alles nach unten geschoben. Das ist der Schieberegler dort unten. Wenn ich zurückgehe, springt alles wieder rauf. Also das ist vielleicht ein bisschen zu extrem, was ich hier mache. Vielleicht gehe ich hier auf 20 hoch, dann habe ich etwas zwischen, also ich bin ja auch ein Depp, ich könnte sowieso einfach sagen von Anfang an, dass ich hier my range value nehme und dann schaue ich mit den HTML-Attributen, dass ich schöne Werte kriege und kann mir diese Umrechnung da unten sparen. Ich kann sagen, das Minimum ist natürlich 16 und das Maximum ist, sagen wir, 40 Pixel. Und jetzt kann ich die Schriftgröße so einstellen. Und vielleicht wäre es natürlich jetzt noch besser, wenn ich diese drei Zeilen ganz zu Beginn nehme.
Dann ist das benutzerfreundlicher, weil dieser Regler nicht so weit nach unten springt. Und auch hier, jetzt beginnt das lange Optimieren. Das ist das Leben der Frontend-Designer. Man muss diesen Text, das Label unten hinschreiben, weil auch das wird größer. Und jetzt kann ich hier die Schriftgröße meiner Website mit diesem Regler steuern. Jetzt kannst du versuchen, so etwas herzustellen. Du kannst auch die Farbe vielleicht ändern. Oder du kannst versuchen, diesen Regler mit Werten in einem P5-Sketch zu verbinden. Und du kannst vielleicht auch einmal vergleichen, wie das in P5 gelöst wird. Es gibt nämlich in P5 eine Funktion, die so einen Range-Slider herstellt und die es auch erlaubt, den abzufragen. Und es ist ganz interessant zu schauen, wie sie alle diese Funktionen, die ich hier verwende, wie sie die umgeschrieben haben für P5, um das zu vereinfachen.